Meine Fotografie bezeichne ich nicht unbedingt als Kunst, genauso wenig als reine Dokumentation. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Eigentlich hat alles angefangen damit, dass ich extrem viel draußen bin und irgendwann meinen Jagdschein gemacht habe und mir gesagt habe, die Bilder, die ich so aus den Jagdzeitschriften kenne, die möchte ich auch. Und das war das, was mich immer fasziniert hat, an den Tieren die Nähe und Details zu sehen, die ich sonst nicht zu sehen bekomme. So bin ich zur Naturfotografie gekommen und man fängt ja dann an, fotografiert erstmal einfach alles, was einem vor die Linse kommt. Ja, und bei mir sind gerade Landschaften und Tiere dann hängen geblieben, weil im Grunde das genau die Dinge sind, die mich in meinem Leben einfach tagtäglich begleiten und einfach komplett interessieren. Bei Landschaften ist es zum Beispiel so, dass ich ziemlich viel an den Reglern im Nachhinein noch rumspiele, um irgendwelche Stimmungen mehr rauszukitzeln, als sie vielleicht vor Ort waren. Dann sage ich mir, okay, jetzt geht's in die Richtung Kunst. Im Bereich der Tierfotografie ist es dann eher so, dass ich versuche einfach die Schärfe extrem hinzubekommen, das Tier so darzustellen, wie ich es gesehen habe, mit schönen Farben und so weiter und so fort, aber versuche da nichts dran zu verändern. Das ist dann meiner Meinung nach eine Dokumentation, die aber unter künstlerischen Aspekten so gut dokumentiert ist, sage ich mal, dass sie auch an der Wand landen kann. Der Herbst ist im Moment eigentlich die schönste Jahreszeit. Die Tiere werden zwar weniger draußen, gerade was Insekten angeht. Die Farben, das Laub, die Wälder, es wird extrem bunt. Es kriegt alles einen mystischen Touch. Und genau das ist im Moment das, was mich hier draußen ja, zum Verweilen einlädt, sage ich jetzt mal einfach so salopp, weil es ist einfach wunderschön. Und wenn ich das noch irgendwie in der Kamera festgehalten kriege, dann ist das doch eine tolle Sache. Ich bin Alexander Ahrenhold und ich kann euch nur empfehlen, geht selber mal raus vor die Haustür, guckt, was es da zu entdecken gibt. Das ist eine wahre Schatztruhe. Da reicht ein Fotografenleben gar nicht aus, um das alles zu fotografieren.